Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baume und wir sind gerade mitten dabei, dem Knight den Arsch aufzureißen. Ich hoffe doch. Er sitzt da in seinem Cloudburst-Mobil und trachtet uns nach dem Leben. Aber wir machen ihn platt. Kann ich ihn scannen? Ja, kann ich. Die Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm Kanone sollte sie beschädigen können, aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Oh, weia. Weia. Bitter Schwede. Oh, funktioniert das? Alter, meine Karre, ich sehe einen Scheiß. Was ist denn das für eine Waffe? Es ist ein fucking Laser. Das sieht aus wie die Schüsse aus dem Holo-Training. Ah, jetzt sehe ich da oben hier. Er versucht den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde. Er darf nicht gewinnen. Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Scheiße. Okay, ich habe das Prinzip verstanden, aber es ist echt schwierig abzuhauen, wenn der PC so hängt und wenn so viel Grafikzeug durch die Gegend fliegt. Und Gotham ist es auch. Das hat mich jetzt überfordert. Da muss man erstmal gucken, wo man ist und erstmal weiß, was auf einen zukommt, wenn man hier Dinge tut. Aber jetzt wissen wir es. Fehler sind nicht schlimm, wenn man draus lernt. So, wenn man auch die Gelegenheit hat, sie zu wiederholen. Ich wollte gerade noch was leveln. Können wir vielleicht noch, weil ich habe gerade gesehen, wir haben Level abgekriegt. 8 Punkte sind ziemlich viel. Vielleicht können wir ja was reinstecken, dass unser Nachbrenner ein bisschen schneller zieht. Oder noch mehr Panzerung, finde ich jetzt aber jetzt nicht so. Was ist das denn? Schnellstmögliche Aufladezeit des Nachbrenners? Ja, sehr gut. Ich will nämlich mich schnell verduften können. Der Nachbrenner ist gerade immens wichtig, auch wenn er das Spiel ein bisschen zum Kollabieren bringt. Und ich muss auf das Dach von dem... Wir sehen ja, wie er sich dreht. Und er dreht sich immer gleichmäßig in der gleichen Richtung. Wir müssen einfach nur uns vorsichtig anschleichen. Es dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein, wenn man ein bisschen strategisch rangeht. Können wir ihn auch locken irgendwo hin? Kommt er jetzt hierher? Ja. Kann ich hier hoch? Nö. So viele Ja-Nein-Antworten. Ein Glück sind die alle schnell beantwortet. Okay. Es dreht sich. Mit der Vulkankanone. Ich habe die irgendwie gerade mit dem 60mm Gedöns verletzt. Hit and run, Baby! Jetzt fahr doch mal! Oh Gott, wie er immer die Räder durchdrehen lässt, anstatt dass er mal vom Fleck kommt, der Sack. Kein Schwein will hier einen Burnout hinlegen. Ich will hier einfach verschwinden. Burnout gehört nicht zur Hit-and-Run-Strategie. Oh Gott, er hat uns getroffen. Hup. Wie schnell ist er denn mit der Möhre? Okay, wir müssen erstmal ganz weit weg und dafür sorgen, dass er uns aus den Augen verliert. Sehr gut. Mann, er ist gut. Er versucht, den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde! Er darf nicht gewinnen! Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Ich zeig dir gleich, wie richtiger Schmerz aussieht. Geht's weg? Wir haben den ganzen Stadtteil vor uns. Das ist Wahnsinn. Alter, in dem Stadtteil ist auch das GCPD. Was ist eigentlich... Oh Gott. Jetzt fahr. Nachbrenner, verdammt. Gott, ist er schnell. Ich denke mal, das ist so eine träge Möhre. Verdammt, flink. Wo hänge ich denn hier gerade? Da ist doch gar nichts. Wo hänge ich denn hier fest? Alter. Nicht immer so viel geradeaus fahren. Damit machen wir es ihm viel zu einfach. Wie zielt er denn nur auf mich? Wie schnell ist er denn mit der Karre? Das ist ja unglaublich. Ich werde dich erledigen. Hit and Run gefällt mir gerade gar nicht mehr.
Nein! Wie schnell ist er denn um die Kurven? Verdammt! Hier passt er aber nicht durch. Hier passt er nicht durch mit der Karre. Fahr, verdammt, fahr! Oh, wie es mich gerade aufregt. Ich sehe auch nicht. Ich muss vor allem anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Ich muss vor allem anderen Scarecrows. Halt die Fresse! Macht mich wieder Rage-Mode hier, fucking shit. Das ist ja echt ein Krampf hier zu fahren mit dem ganzen. Oh, es ist wieder soweit. Ich habe das Motion Blur weggekippt. weggekriegt. Und als Dank pumpt das Spiel die Stadt mit Nebel voll. Es ist viel besser. Schneller, 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 wir haben keine Zeit. Dieser Panzer dient nur deiner Vernichtung. Ja, und warum mache ich ihn dann gerade kaputt? Er ist auch... Wie schnell er halt auch ist. Zickzack. Viele Hacken schlagen. Ich weiß nicht, wie er das macht, dass er uns immer wieder einholt. Jetzt fahr doch mal geradeaus die Straße. Fucking, es ist wie, als würde man Schlittschuh fahren. Es ist doch zum Kotzen. Jetzt fahr geradeaus, du Spack. Alter, ich krieg Hals. Wie er immer schlingert. Oh, ich krieg Sprüchen davon. Nein, das sind wir zu langsam. Oh Gott. Verfickte Scheiße. Wie er schlingert. Es ist nur am Schlingen, Schlingen, Schlingen. Verkackte Kacke mit der Scheiße. Und es ruckelt und... Boah. Ich hasse, 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 hasse es. Jetzt fahr. Ich krieg so einen Hals. Batmobil edits best verfickt. Oh! Jetzt fahr doch mal geradeaus! Der Cloudburst wird keinem weiteren Angriff widerstehen. Und zurück. Bis zum Ende. Ich lass mir von niemandem was sagen, Batman! Schluck Wasser trinken. Es ist mega krampfig. Es ist... Ich würde am liebsten die Kackkarre gerade nehmen, aus dem Spiel nehmen und aus dem Fenster schmeißen. So ein Scheißauto, ey. Ich bin gerade wieder voll aggro, ey. Ich dachte, ich hätte mich dran gewöhnt, aber das hier ist ja... Das ist ja so zum Kotzen, ey. Echt, und was haben die sich dabei nur gedacht? Immer und immer wieder stelle ich mir die Frage, was haben die sich dabei nur gedacht? Zeig dich! Oh ja, jetzt müssen wir von vorne, das heißt, wir müssen auf ihn lauern. Oh, das wird kompliziert. Das wird sackig kompliziert. Nur nicht rammen. Wie kann man denn nur so fahren? Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran und den Cloudburst unter Beschuss nehmen. Okay. Oh, fucking shit. Ja, die Hauptkanone, ich merke schon. Aber die Raketen und alles... Jetzt lässt sich's wieder fahren. Jetzt geht's. Liegt das an dem Staub, dass wir hier so rutschen? Beeinträchtigt der das Fahrverhalten des Batmobils? Bisschen übertrieben, Leute. Ein bisschen übertrieben. So, worauf soll ich jetzt schießen? Huch, nein, ich wollte meinen Scanner starten. Stell dich! Ich stelle mich jetzt einfach im Kampf hier, was soll's. Fuck, Raketen krieg ich auch noch weggeballert. Das ist jetzt hier Bossfight. Guerilla-Taktik ist vorbei. Ich hab keine Geduld mehr für dich im Sack. Kanone, damit ich deine Raketen einfach negieren kann. Du hältst mich nicht auf. Oh.
nicht gerade Joker überfahren? Haben wir es jetzt? Irgendwas Dickes ist explodiert. Genau hier stirbst du. Okay, ich muss kurz weg. Aufschalten, aufschalten. Nach, Brenner, Brenner, nach, Brenner, Brenner, nach. Da. Von wo kommt er? Von wo kommt er? Kommt gar nicht, gut. Können wir ihn vielleicht mit dem EMP lahmlegen, das wäre der Wahnsinn. Das wird nicht funktionieren. Panzer ist gegen EMP-Angriffe geschützt. Oh nein, ich häng fest, scheiße! Ich muss vor allem anderen Scarecrows Toxin besiegen. Ja, hör auf, das zu sagen, weil jedes Mal, wenn wir an so einem Riddler-Ding vorbeifahren, ich werde die nie wieder machen, Batman. Du brauchst nicht zu sagen, dass du erst die Umgebung sichern willst. Wo endet das? Untersuch mal die Stelle da hinten. Britz. Wo können wir uns denn jetzt anziehen? Ich muss es jetzt so durchziehen. Wir haben nur noch einen Millimeter Leben. Ich fahr da mal hin. Und ich muss jetzt so immer wieder nur kurze Stöße und dann gleich wieder weg. Alles andere wäre Selbstmord. Okay. Wir machen keinen Schaden. Wir müssen tatsächlich das kleine leuchtende Ding hier vorne an ihm dran treffen. Okay, okay. Dann andere Taktik. Wir locken ihn nicht irgendwo hin, sondern... Ich wäre jetzt gerade eine gute Chance zuzuschlagen. Okay. Wunderbar. Von wo kommt er? Von wo kommt er? Okay, er hat uns wieder im... Jetzt hat er uns aus dem Visier gelassen. Wir müssen ihn von vorne erwischen. Es führt keinen Weg drumherum. Ja. Mach. Gib Gas. Nein, das nicht. Du hast nämlich deine Fäuste gar nicht draußen. Du sitzt im Auto. Wie schlau. Klugscheiß. So kriegen wir das hin. Ich bin ganz überrascht. Es dauert viel zu lange, dieser Kampf. Du kommst nicht mehr weiter. Hängst du fest? Oh, das wäre ja ein Segen. Zwei Schüssen kriegen wir dich platt. Sollte ich tatsächlich riskieren, zweimal zu feuern? Oh, so viel zum Thema festhängen. Hier geht die Kamera kurz apeshit. Okay. Ist er immer noch über uns? Nein. Kommt er langsam runter? Kommt er um die Ecke? Nee, er ist wieder über uns. Du kannst nirgendwo mehr hin! Darum, Löffelstiel. Komm mal hier runter. Das ist kritisch. Er dreht gerade rum, oder? Nein. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Brücke. Zu weit weg. Jetzt dreht er rum. Jetzt kommt er zurück. Lass nur einmal deinen Scanner laufen. Genau. Haben wir getroffen? Nee. Scheiße. Kommt er hier runter? Komm da mal hin. Geh da mal gucken. Ah, hinter der Mauer sitzen, in der Deckung warten. Du könntest gewinnen. War das ein Treffer? Ich glaube ja. Ein kleiner nur. Aber ein Treffer ist ein Treffer. Okay, Scanner läuft wieder. Kommt er hier lang? Dreht er rum? Er kommt hier lang.
da eine Runde drehen mit dem Scanner. Und jetzt ist er wieder ungeschützt. Das war's! Oh. Da ist er! Da ist er! Komm da raus! Schnupper dein Gas! Oh, ich bin auch ausgestiegen. Das ist nicht gut, Mann. Hier ist alles vergiftet. Wieso, wo geht's mir jetzt hin? Alter, mein Herz. Betsy, reiß dich zusammen. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Der Neid ist gefallen. Oder so. Nein! Auf den Sack! Auf die Fresse, 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 auf die Nein, 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 nein! Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Was ist los? Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Der Cloudburst war mein. Meine stärkste Waffe, mein Instrument der Angst. Dafür werde ich mich rächen. Bei dir und all deinen Freunden. Wie Poison Ivy. Mein Gift überwältigt sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen. Was zur Hölle war denn das gerade? Was zur Hölle war denn das gerade? Wir wollen jetzt rüber zur Ivy, sehe ich das richtig? Was zur Hölle, Alter? Ich bin gerade so geladen. Oh. Okay. Okay, das Auto ist gecrashed oder was? Ist die Karre jetzt im Arsch? Ich meine, Cloudburst, ja gut. Aber die Explosion war relativ groß. Hui. Holen. Dann holen wir da drüben nochmal Schwung. Lady Gotham. Das ist ein tolles Spiel. Das ist sehr beeindruckend. Was ist denn nur los? Was ist denn... Hab ich... Ist der, während ich da lag und Luft geholt habe, ist der Knight in der Zeit entkommen? Da habe ich den gar nicht erst rausgeholt. Tschüssi, Joker. Ich habe gerade keinen Bock und keine Zeit. Du kannst mich mal. Alter, geh aus meinem Kopf raus. Heute Nacht ist Batman gescheitert. Heute Nacht regiert die Angst. Ja, ich sehe schon. Hier ist alles voll von Angst. Das Toxin wird nicht... Das geht nicht weg. Ivy? Klopf, klopf. Jemand da? Ist sie verrückt geworden? Hat das Toxin sie infiziert? Sieht sie jetzt überall Gefahr? Oh Gott, das sieht aus wie... Oh, guck mal, die Wurzeln kriegen Pusteln. Die sehen richtig krank aus. Und das hier sieht auch nicht vernünftig aus, ehrlich gesagt. Das ist so wachsen Pflanzen nicht. Nein, nein. Nein, so wachsen Pflanzen nicht. Nein. Klopf, klopf. Ich trau mich gar nicht. Scheiße. Ivy. Gott. Oh Gott, du siehst aus wie ein Zombie. Was tust du? Natur siegt. Nein.
Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Dass sie sich so selbstlos opfert, um diese Stadt zu retten, die sie hasst. Sir, die Gaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Poison Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. In der Tat. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zurzeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Und wie sie sich in lauter kleine Samen verwandelt hat. Du glaubst wirklich, du hättest gewonnen, oder Batman? Genieß die Wahnvorstellung noch ein wenig. Der Arkham Knight mag panisch geflohen sein, aber seine Armee untersteht jetzt mir. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von dir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal für dein Versagen. Das sehe ich anders. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman. Und Gotham stirbt mit ihr. Tolle Werbung. Das ist eher ein Mahnmal für Ivys Menschlichkeit. In der Tat. Einer der Charaktere, der tatsächlich noch am wenigsten menschlich war. Bei all dem, was hier passiert ist. Der die Menschheit verabscheut hat. Und der haben wir das zu verdanken. Das ist so, wie die Pollen hier wegfliegen von mir. Und es sind lauter Samen. Das ist so ein... Das ist nicht einfach nur irgendein Staub. Weißt du, jeder Samen trägt ein Potenzial. Das ist eigentlich wunderschön. Was ist los? Irgendwie gerade ein bisschen komische Stimmung im Raum, hä? Was sind diese mysteriösen Objekte, die unsere schöne Stadt befreien sind? Oh, stimmt ja. Das sind ungelöste Rätsel. Message angekommen. Danke, lieber Edward. Das hat es mal wieder in sich. Es ist krass, wie gut das alles inszeniert ist. Und mich das jedes Mal packt. Diese Hauptstory ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das sind so Momente, der Knight, Joker in unserem Kopf, die Ivy. Ich dachte, auch wie das aufgebaut ist. Ja, ich bin ja auch mit dem Gaming-Verstand mittlerweile infiziert und ich habe das ja, man analysiert das ja so im Vorbeigehen, wie das hier aufgebaut ist, dieses Gebäude, dass da Schächte sind und so, und das sieht halt, hatte ich ja von Anfang an gesagt, dass das voll nach einer Arena aussieht. Und dann wächst da diese Pflanze und diese Erdbeben und du weißt ja, ey, wie kannst du nicht trauen, der kannst du nicht trauen, und alles hat dir das irgendwie so mir signalisiert, der kannst du nicht trauen, und jetzt hast du auch noch das Angsttoxin und das wird sie vielleicht wahnsinnig machen oder so, und hier wird es auf jeden Fall noch zu einem Fight kommen. Bei mir war alles darauf ausgelegt, mit der Ivy gibt es auf jeden Fall noch einen Fight. Nein. Nein. In your face. Bam. Du dummer Arsch. Warum glaubst du überhaupt an sowas? Die ist doch so eine Liebe. So eine gute. Im Endeffekt. Krass. Hat mich bewegt. Wow. Und der Joker hat sein Vergnügen dabei, hier zuzuschauen und uns in den Wahnsinn zu treiben. Ich frage mich, hat der Joker uns vorgegaukelt, der Knight zu sein, als wir ihn rausgezogen hatten? Oder hatten wir den Knight tatsächlich am Kragen gepackt und aus der Cloudburst-Wolke rausgeholt und haben nur zu lange gebraucht, um uns zu erholen von den Folgen? Und in der Zeit hat er sich verkrümelt? Oder war der gar nicht drin in der Karre, oder was? Was ist jetzt nun echt gewesen?
Oder war es nicht? War überhaupt irgendwas echt von dem, was sich da in der Wolke zugetragen hat? Anscheinend, der Cloudburst ist ja weg. Und Scarecrow ist pissed. Oh Gott. War wieder eine bittere Pille zu schlucken, ja. In der nächsten Folge geht's auf jeden Fall erstmal, gibt's eine Pause von der Hauptquest. Keine Sorge, die Emotionen müssen erstmal wieder ein bisschen runterkommen, habe ich das Gefühl. Und nachdem das geschehen ist, können wir dann erstmal ein bisschen Riddler-Trophäen und Feuerwehrmänner retten. Und Miliz-Sachen kaputt hauen. Im Scarecrow zeigen, dass es so nicht geht. Der Neid, wer ist dieser Neid? Wo ist er hin? Kommt er nochmal wieder? Da hat er sich eine ganz schön große... Das hat er ganz schön verschissen gerade eben. Das ist ja überhaupt nicht sein Stil. So größenwahnsinnig und arrogant hätte ich ihn dann doch nicht eingeschätzt. Er war eigentlich immer ein sehr ausgetüftelter Taktiker, so kam es mir vor. Aber das war jetzt wirklich unüberlegt von ihm und auch sehr... Da hat er sich von seinen Emotionen mitreißen lassen, ja, sehr, sehr impulsiv. Er hat sich einfach über alles hinweggesetzt, wie so ein stürmischer, junger, ja, ich bin total von mir überzeugt und das ist das Richtige und scheiß drauf, was Scarecrow sagt. Scarecrow, der ja nun anscheinend doch der Erfahrenere ist, das sieht man ja an seinem Gesicht. Scarecrow hat verdammt oft in die Scheiße gegriffen und macht hier gerade sehr viel richtig, für einen super Schurken. Der ihm gut zuredet mit einer ruhigen Stimme, lass es sein, verzieh dich, es ist vorbei, du hast verloren, hol nochmal Anlauf. Ja, der die Erfahrung besitzt, dass es gut ist, sich zurückzuziehen und seine Wunden zu lecken. Und der Neid hat diese Erfahrung noch nicht. Und deshalb muss das irgendein junger, stürmischer Charakter sein. Der ist sowieso so energiegeladen, aber halt eben auch so gut durchdacht und vorbereitet. Deshalb, wenn man ein guter Stratege ist, muss man halt auch geduldig sein. Aber Geduld und Einsicht ist irgendwie nicht so das Gleiche. Und Erfahrung. Ihm fehlt halt irgendwie doch die Erfahrung. Er hat zwar den Verstand, aber nicht die Erfahrung. Vor allen Dingen in seinen eigenen Charakter und ein bisschen Zurückhaltung. Ich bin gespannt, wer das ist. Das schränkt es auf jeden Fall stark ein, die Möglichkeiten. Vielleicht ist es tatsächlich ein alter Robin, ein totgeglaubter Robin. Vielleicht. Das würde auch erklären, warum auf den hier angespielt wird in dem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gerade super aufgeregt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein Päuschen. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Und wow. Wow. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Ich muss jetzt mal zum Schluss kommen, sonst könnte ich... Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber das sprengt ein wenig die Folge. Ich muss weg.